Okay. Das ist eine öffentliche Stelle für Obdachlose, Herr Daniel. Daran können wir nichts ändern. Das ist kein Einbruch. Schauen Sie sich mal den Herrn Bergmann an. Der ist schon ganz rot, weil ihm so kalt ist, weil er keine Klamotten hat. Herr Bergmann, ich möchte mich die Geld verdienen. Also ich glaube, wo Sie das Leben leichter machen. Ich zeige Ihnen mal, wie ich das meine. Können Sie sich ruhig hinlegen, ich mache die ganze Arbeit. Hey, Tronik. lieber Tronik. Ich habe auch nicht mal das öffentliche Belästigen, das möchte ich jetzt mal in die Nichte sehen. Hey, jetzt wagen Sie sich einfach weg. Was haben Sie gesagt? Officer, ich habe Hunger. Das tut uns leid für Sie. Da liegen ein paar Knochenreste, die sollen ganz lecker schmecken. Bisschen mit Sand dann gemischt, dann geht das schon. Auf der Fahndungsliste steht bis jetzt nur einer. Wie heißt der? Und unser Fahrzeug gerade? Weiß ich nicht. Ja, unser Fahrzeug! Stehen bleiben, Polizei! Anhalten! Alle anderen von der Unfallstelle sofort entfernen, bitteschön. Sofort von der Unfallstelle entfernen. Weg hier. Chrissy, weg, sonst wirst du genauso getätert. Dankeschön. So. Wow. Der fährt wieder weg. Ich hab Aiming, ja. Nimm den mal fest. Nimm den mal fest. Und das Kind, oder? Und mach mal dein Fahrzeug zu. Mach du mal zu, bitte. Ich habe keine Schlüssel. Ich müsste einsteigen. Ja, ich mach zu. Warte, ich fahr kurz wieder. Fahr kurz weg. Komm. 25.000 gebe ich dem Ticket. So, hey, steht das so drin? Ja. Wollen wir das nicht erst mit der Leitstelle abklären? Was war denn das für eine Aktion hier? Da kommt die Polizei schon. Was soll das für eine Aktion sein? Sie haben hier versucht, Polizeiauto zu klauen. Herr Ixhorn. Was habe ich probiert? Er hat es sogar gemacht. Einen Polizeidienstwagen zu bauen. Sie haben es nur probiert, Sie haben es sogar getan. Und das Ganze zweimal. Konstantin, du musst dann deine Karre absperren, ne? Warte, Raubdiebstahl, Fahrzeugliche. Versucht ihr 25.000? Oh, 50.000 kostet das. Ja, das liegt scheinbar daran, dass Sie die Regeln nicht durchgelesen haben, Herr Ixhorn. Sie bekommen jetzt von mir einen Buß und wenn Sie den nicht bezahlen, müssen wir Sie ins Gefängnis inhaftieren. 50.000 kostet das Ganze. Das wären einmal 50.000 für den Diebstahl und dann das zweite Mal nochmal 25.000 für versuchten Diebstahl. Ist richtig so, ne? Nur 50. Warum? Er hat es doch zweimal gemacht, oder nicht? Einmal, Moment, warte, ich guck mal auf der Fahndungsliste nach. Wir haben ihn getasert und dann hat er es nochmal getan. Eigentlich wären es sogar 100.000. Also er hat einmal versuchter Diebstahl und einmal Autodiebstahl, also ja, 75.000. Ja. Also 75.000. Ja. Was ist hier los? Ja, der Typ hat Polizeiwagen geklaut. Ihr kriegt gleich mächtigen Anschiss von uns. Warum? Mein Spaß, kommt so viel Einsatzleiter, wir müssen nicht werden. Okay, warte. Moment. Ja. Moment, ich bin gerade noch an einem Fall dran, ich mute mich kurz. An einem Fall. Ja, Konstantin, nicht muten, du musst dein Fahrzeug noch absperren. Durchfall. Da hinten auf dem Marktplatz steht gerade anscheinend eine Orgie. Ja, da kümmern sich die Kollegen, ich muss hier kurz das Fahrzeug bewachen, ist nicht abgesperrt, tut mir leid. Baktarian. Was denn? Daniel, entferne sich bitte von dem Fahrzeug. Ist das möglich? Kavala kommt. Ich bin Kavala. Machen wir jetzt eine Einteilung. Dankeschön. Ja, ich überlege gerade. Die sind damit tatsächlich gefahren. Normalerweise wären das Ganze sogar 100.000, weil die zweimal damit davon gefahren sind. Ich habe dafür leider keine Schlüssel, tut mir leid. Ansonsten muss ich Ihnen da ernsthaft eine Polizeistrafe ausstellen. Das tun Sie nicht, weil darauf eine Strafe liegt. Tut mir schrecklich leid. Also warten Sie einfach, bezahlen Sie das? Halten Sie sich einfach von dem Fahrzeug fern, dann passiert Ihnen auch nichts, ne?
Wie gesagt, wir haben es versucht. Nicht nur versucht, sondern wir haben es auch tatsächlich durchgeführt. Versucht wäre es, wenn sie es wirklich versucht hätten mit einem Zustrich, aber damit gescheitert wären. Sind sie nicht, weil sie tatsächlich getan haben. Gehen Sie bitte von dem Fahrzeug weg, bitte. Danke. Ja, sie sind gescheitert, weil wir es verhindert haben. Aber ich möchte da extra noch nicht passieren, weil das ist ein Strudelbrock. Hallo! Nein, das ist wenn sie auf dem Herr Daniel, bitte gehen Sie jetzt ein paar Schritte von dem Fahrzeug weg. Herr Daniel, Sie lecken sehr stark. Es war in Ihrem Besitz, Herr X-Horn. Sie können froh sein, dass wir daraus 75.000 machen. Und ich bitte Sie auch hier nicht mehr weiter. Lecke doch nicht. Also auf 100.000, was eigentlich doch normalerweise. Gut, ja, jetzt ist auch wieder alles in Ordnung. War nur eine kurze Zeit anscheinend. Also ich gebe Ihnen jetzt nochmal die Chance, den Strafzettel zu bezahlen. Wenn Sie das nicht tun, müssen Sie auf Papier begleiten und dann kriegen Sie eine Gefängnisstrafe. So. Also wenn, dann kann man dreimal abgeben, bevor man den Schränken hat. So, alle Einheiten sind jetzt eingeteilt. Die nächsten kommenden Personen werden zum Checkpoint eingeteilt, wo dort zwei Personen... Tarian, mach den mal von meinem Auto da weg. Ich kann nicht losfahren. Alles klar, danke schön. Hinter dir. Ich lasse sie wieder frei und bitte sie dann einfach vor allem für ihren eigenen Spaß, das in Zukunft nicht mehr zu tun. Herr Daniel, schön, was noch von dem Fahrzeug entfernen. Jetzt muss ich die Gewaltsamsten weg entfernen. Ich möchte Geld, ich kann mir keine Kleider leisten. Herr Lustfahrer, geil, Sie nehmen erstmal die Waffe runter. Nehmen Sie die Waffe runter. Die Waffe runter. Festnehmen. Hey, Hilfe! Obdachloser wird gefangen genommen. Herr Gibbs, wo ist Ihre Waffe? Herr Lustfahrer, wollen Sie... Nein, hierher! Meine Waffe ist hier! Herr Lustfahrer, wollen Sie mich eigentlich jetzt verarschen? Oh mein Gott! Wollen Sie mich jetzt eigentlich verarschen? Nein! Nein! Ich möchte eine Anzeige gegen Lustfahrer, Gabe. Wollen Sie mich eigentlich jetzt verarschen? Ich wollte meine Waffe gerade... Eine Anzeige gegen wen? Dann habe ich aus Versehen auf die falsche Taste gedrückt. Ich hab... Das können Sie Ihrer Oma erzählen, aber nicht mir. Und für Scheiß, die Zocken. Rekrut Konstantin, würden Sie bitte Ihr Fahrzeug absperren? Der Rekrut ist auf mich zu. Dankeschön. Wer dein Fahrzeug zu? Shift, also H und V sind doch so ein bisschen weiter auseinander. Das wäre irgendwie heftiger gewesen, H und J oder H und... Danke. Ja, ich hab das kaum. Herr Lustpapagei, in welchem Channel sind Sie eigentlich? TS, ich will mal kurz mit Ihnen reden. Auf welchem Channel seid ihr? Herr Daniel, entfernen Sie sich bitte mal hier. Dankeschön. Ich bin brav. Ich möchte eine Anzeige erstellen. Ich war damit betroffen. Oh, Herr Daniel, sind Sie verletzt? Tut Ihnen was weh? Von der Einsatzstelle. Ja, ich habe ein HP verloren. Oh, soll ich mal kurz ein Pflaster drauf tun? Nehmen Sie mal bitte die Waffe runter. Stecken Sie bitte mal ein, Herr Xorn. Soll ich kurz ein Pflaster drauf tun? Ja, bitte können Sie da auch einen Kuss drauf geben und da... Natürlich, das machen wir doch gerne. Gebt recht, bewaffnete Person, zielt auf Zivilisten. Name Chris, festnehmen. Polizei, bitte die Waffe runternehmen. Sergeant Gibbs, kümmern Sie sich bitte mal kurz darum. Jawohl. Hallo, Polizei, ich will hier kein Combat-Logging betreiben, aber wenn man sich ausloggen will und Shift H gedrückt hat, dann zieht er die Waffe automatisch wieder vor und deshalb muss ich mich jetzt wirklich ausloggen. Ich wollte eben gerade auch nur ausloggen. Aber nicht auf Zivilisten hier zielen währenddessen. Ja, Sie können ja auch in einer Gruppe. Sie können auch gegen die Wand. Wir sind alle zu... Er meint, er leckt, er stottert ein bisschen. Er meint, wir sind alle zusammen in einer Gruppe und das geht schon klar. Ich wollte auch nicht schießen oder so. Trotzdem merken Sie sich fürs nächste Mal, wenn sowas ist, dann immer gegen eine Wand oder am Boden zielen und niemals auf Personen, weil das ist nämlich für uns... Ich will jetzt kein Combat-Logging betreiben, aber ich muss wirklich jetzt los. Ja gut. Okay, tschüssi. Hände auf den Rücken. Durstig. Rekruten frei.
Hände auf den Rücken, wenn jetzt, wenn sie sich entfernen, werde ich jetzt scharf schießen auf sie. Ein Warnschuss. Dann einen schönen Tag. Vielleicht fährt da gerade. Rekrut links von hier, Rekrut in der Mitte, Waffe runter oder sie werden sterben. Letzte Warnung. Lol, werden wir beschossen? Was ist denn hier los? Rekrut abfertigen. Jawohl. Herr Lust, Papa Gay. Ja bitte. Sie müssen hier, sie dürfen nicht mit mit der Waffe, wenn sie nicht geholstert ist, hier rumrennen, ne? Darf man das nicht? Nein, das ist, steht auch in den Regeln drin, das können Sie auf M nachlesen. Dies ist nicht gestattet. Okay, wusste ich nicht. Ja, auf jeden Fall, jetzt wissen Sie es. Und es gibt da ein schönes Sprichwort, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Soweit ich weiß, haben Sie das schon zum wiederholten Mal jetzt gemacht. Also ich habe Sie schon zum zweiten Mal, stehen Sie hier und sind festgenommen worden. Ist das korrekt? Habe ich aus Versehen meine Waffe nicht geholt. Ich wusste nicht, welche Taste, da habe ich mal einfach wild auf der Tastatur rumgehämmert. Dann habe ich auch fast wegen zwei Leute niedergeschlagen. Ja, auch das steht in den Regeln drin. Das können Sie alles nachlesen auf M. Denken Sie, belästigen hier ziemlich viele Leute mit ihrem Rumgeschrei. Und wir haben hier vom Server auch, wie Sie sicherlich wissen, sozial, also Geld, was Sie regelmäßigen Abfall. Ja, auf jeden Fall. Und das reicht, um sich hier ein Leben aufzubauen. Seid ihr unten mal kurz ruhig, bitte! Auf jeden Fall. Auf jeden Fall steht darauf eine Strafe. Und das wird für Sie wahrscheinlich noch schlimmer, als sich ein bisschen Essen zu machen. Ja, also vor allem beim wiederholten Male. Ist da unten mal kurz Ruhe, bitte! Aus Versehen. Können Sie da nicht mal eine Ausnahme machen? Nee, weil dann hätten wir ja schon zum zweiten Mal eine Ausnahme gemacht, weil Sie sind ja schon zum zweiten Mal festgenommen worden. Auch weil Sie mit der Waffe rumgerannt sind. Bitte? Das Problem ist, dass Sie uns auch angedroht haben, mit scharfer Munition auf uns zu schießen, Herr Papagei. Und das macht man nicht, weil Sie auf mich geschaut haben. Sie haben auf mich mit Waffen gezielt, mit scharfen Waffen. Ich war in Panik. Ich konnte nicht anders, außer Sie drohen, dass Sie dann von mir weggehen. Ich habe nicht mal Munition für meine Waffe. Ich wollte nur, dass Sie von mir weggehen. Aber die Polizei bedroht man nicht, weil die Polizei bedroht niemanden. Ja, aber ihr hattet scharfe Waffen und ihr habt auf mich gezielt. Dann dachte ich, ich werde gleich sterben. Wir haben nur Taser. Jetzt müssen wir aber ja, wirklich bei der Wahrheit bleiben, Herr Blutpapagei. Sie haben uns mehrmals angedroht, uns zu erschießen, vor allem Schützer und Präsidenten und damit angesprochen. Und dann haben wir zu unserer eigenen Verteidigung mit einem Warnschuss noch davor, sie gewarnt, sich hinzustellen und die Waffe runterzunehmen. Ja, aber der Warnschuss, der hat mir jetzt richtig Angst gemacht, deshalb bin ich auch geflüchtet. Ich dachte, jetzt bin dann erklären Sie uns mal bitte, wie Sie auf uns gezielt haben mit einer Waffe, wie Sie uns Drohungen gemacht haben, bevor wir überhaupt irgendwas gemacht haben. Ja. Ich habe gar nicht leider der Spruch Unwissen steht nicht vor Unschuld. Ich habe die Waffe auf mich selber gerichtet und habe ich hinterm Stein gelegt. Wenn was ist, dann schieße ich besser auf mich als auf die lieben Polizisten. Und ich habe nur so gedroht. Hätten Sie mich erschossen, hätte ich nur nochmal in den Bauch geschossen, also es hätte keinen Sinn ergeben. Das ergibt sowieso keinen Sinn, weil wir, wenn wir sie erschossen hätten, was wir ja nicht machen. Wegen Morddrohungen, ein Polizist einfach. Jawohl, mach ich. Das könnt ihr doch nicht machen. Wir werden Ihnen jetzt einen Strafzettel wegen einer Morddrohung ausstellen. Sie haben die Möglichkeit, diesen zu bezahlen oder ins Gefängnis zu gehen, wenn Sie ihn nicht bezahlen können. Die Strafe beträgt 50.000, soweit ich weiß. Ich gucke nochmal ganz kurz im Bußgeldkatalog nach. Ist richtig. Ja, also 500.000 plus Gefängnisstrafe. 500.000 plus Gefängnisstrafe. Quatsch, 50.000, tut mir leid, hab ich versprochen.
50.000 und Gefängnisstrafe wären das. Wie? Und Gefängnisstrafe? Ist richtig. Ja, korrekt. Die kommt dann nochmal dazu. Können wir das auf andere Art und Weise regeln? Ich bezweifle, dass wir das auf andere Art und Weise regeln können. Wir stehen genau unter dem Gesetz. Wir unterstehen dem Gesetz. Der Staat ist altes und dieses werden wir auch durchsetzen. Ja, warte, können Sie dann später auf mich zukommen, bitte? Ich hab eine Frage. Immer noch? Gibt's die Lecken bei mir, die ich Ich mach ganz ja gut, ich stelle Ihnen jetzt das Ticket erstmal aus. Ja, bitte. Warte, gibt's andere Lecken. Können wir das so machen, dass ich etwas mehr bezahle und dafür die Gefängnisstrafe auslassen? Nein, da im Bußgeldkatalog ganz klar drin steht, dass sie ebenfalls ins Gefängnis gehen müssen. Ja, bitte. Das kann doch nicht sein, dass ich wir können doch aber eine Ausnahme machen. Kommen Sie, ich habe Frau und Kinder, ich bin auf Bewährung draußen. Wenn ich jetzt ins Gefängnis gehe, bleibe ich für 12 Jahre drin. Das können Sie doch nicht mit mir machen. Wegen so einer Kleinigkeit. Ich kann doch echt immer was verarbeiten. Ja, aber ich kann da keine Ausnahme machen. Das tut mir schrecklich leid. Ich kann Ihnen auch 100.000 Bar geben. Das kann ich locker easy machen. So, Herr Lustverbergreis, Sie kriegen nochmal 100.000 wegen zweimal versucht, also zweimal Diebstahl an einem Polizisten wegen Niederknüppeln. Was? Zweimal habe ich keinen Polizisten niedergeknüppelt, nur einmal und das andere war ein Polizist. Das andere war ein Rekrut, das ist immer noch ein Polizist. Nein, das ist ein Dann kriegen Sie jetzt nochmal einen Strafzettel. Ich rechne kurz mal warum. Ja, machen Sie ruhig. Ich komme doch nicht ins Gefängnis, ohne Witz. Wenn ich so viel Geld zahlen muss für 10 Minuten, dann gehe ich das ins Gefängnis. Ich komme hier. Sie haben eine Anschlagdrohne ausgesprochen. Arsch habe ich das was gemacht. Ihr drei seid scheiß Cops. So, das kannst du auch noch damit. So, Beamtenbeleidigung. Ins Gefängnis. Nein, jawohl. Sarian, warte, Sarian, bitte, ich zahl 5 Euro. Ich hab's eine gesagt, halbe Mille. Ich zahl eine halbe Mille, wenn ihr mich da reinsteckt. Der Rekrut kriegt eine halbe Million von mir. Entschuldigung. Kommen Sie mal kurz her. Leute, das kann ich leider nicht machen, tut mir leid. Ach mein Gott. Doch, gibt's. Kommen Sie mal her, ich will immer was zeigen. Ihr Vorgesetzter hat gesprochen. So. Herr Lüfterbergeil, wir machen's jetzt so. Ich stelle jetzt die 500.000 aus als Strafzettel. Was? Nein. Reden Sie weiter. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Oh. Was? Nein, Sie wollten doch gerade weiterreden. Was kommt nach den 500.000? Ja, Sie bezahlen die 500.000, dann kommen Sie nicht in den Knast. Ja, schieß. Ja, okay. Nein, warte, ich möchte jedem von euch Geld geben. Ja. Mit Strafgeld, Wir kriegen kein Geld und wir wollen auch kein Geld. Natürlich die Rekruten. Der Staat altes kriegt das Geld. Mein Arsch kriegt das Geld, die Rekruten kriegt trotzdem von mir noch eine Million. Soll jetzt abführen. Nein, das ist Bestechungsversuch. Okay. Was wollen Sie jetzt hier? 300.000, okay? Machen wir 300.000. 500.000, ich glaube, es ist jedem mehr geholfen, wenn sie auch ja, was bedrohen. Denken wir halt 500.000. Ja, 500.000. Ich schlag euch gleich alle nieder. Nochmal eine Drohung, da kommt ja richtig was drauf. Am Arsch, noch eine Drohung. Einmal, zweimal. Dreimal. Viermal. Meine Güte, ich stelle euch doch richtig viel Geld auf. Fünfte Mal, so. Ja. Scheiße. Jetzt kommt nochmal dazu wegen Beamtenbeleidigung. Nein, warte, nicht ihr drei seid scheiße. Nein, sorry, nicht ihr drei seid scheiße, sondern ihr vier plus da hinten der. So, das sind schon mal wieder 5.000. Ihr vier seid scheiße, doch. So, jetzt kommen sie in den Knast wegen mehrfachen Beleidigung. Nein. warte, das möchte ich selbst im Bußgeldkatalog machen. Das Geld bezahlt, kommt trotzdem in den Knast. Wie geil ist das denn? Lass mich runter, ich hab 500.000 bezahlt. Warte, Charia, gib mir 100.000 Strafzettel.
Wie geil ist das denn? Warte, ich will mitfahren. Ich mach mal auf das Auto. Ohne Witz, gib mir 500.000, dann ja, muss das ins Gefängnis. Okay, sie bitte dann nochmal 500.000, dann ist alles clean. Ja, am Arsch, 500.000, dann bin ich komplett pleite. Ja, jetzt darf ich ihn auch. Ja. Das ist aber geil. Gib. Okay, 300.000. Gib. Ihre Vorgesetzter spricht für Sie. Ich spreche nur das zum fünften Mal das Auto auf. 300.000. Nein, das darf ich nur, weil ich Bullen beleidigt habe. So. So. Sie kommen eh in den Knast, gesteckt. Was, warum? Ja, wegen mehrfach Polizeidierschlag und Drohung. Deswegen, Herr Gibbs, Sie dürfen entscheiden. Ich erteile Ihnen jetzt den Befehl, Sie dürfen entscheiden, was mit Ihnen passiert. Auf Ihrer Verantwortung. Also, ich sage Knast, weil, mehrfacher Bestechungsversuch, mehrfache Beamtenbeleidigung. Ja. Ich habe versucht, Ihre. Nein, gibt's. Ich habe versucht, Ihre Ausbildung zu fördern mit den 500.000, ja? Damit fördern Sie keine Ausbildung, der Stadt Altesheim ist nicht so stark verschuldet. Tut uns leid. Doch, ist es. Wir sind starke Minus. Wir sind Griechenland. Griechen sind verschuldet. Gibt's. Ich habe eine 500.000, das muss ich mir vorstellen, eine 500.000 gezahlt. Nur damit ich nicht in den Knast muss und ich habe keinerlei Lizenz. Ja, das mag ja sein. Genau danach haben sie uns nochmal alle beleidigt. Und hey, Flo, bei Beleidigung kenne ich keinen Pardon. Flo, hau den einfach rein. Jetzt reden wir nicht mehr mit dem. Hau den rein, fertig ist. Ja, aber ich habe 500.000 gezahlt, obwohl ich keine Lizenzen zum Verlierer habe für 10 Minuten. Die 10 Minuten wären mir egal gewesen. Wir machen das nochmal ins Fahrzeug. Wir machen, wir machen 20 Minuten oder so. Oder 30. Alter, ich bitte dich, das sind also, lass mal 30 machen, das ist aber schuld, oder? Ich hab nicht mehr viel Geld, das war mein letztes Geld. Ich kann mir nicht mal ein Auto kaufen. Ich kann dir nicht reintun. Ey, Gips, jetzt komm schon, bitte hör mal auf. Ja, du musst dich ein bisschen wegdrehen, das ist ein bisschen buggy. Warte. Jetzt. Nee, ich kann nicht. Machst du? Du musst dich ein bisschen rumdrehen vom Auto, ist ein bisschen komisch alles. Ja, das gehört mir her. Wir müssen ihn loslassen. Gips, das kriegst du noch voll zurück. Wie lass ich ihn los? Voll am Arsch sein, wenn du hinstellen. Wie stell ich den denn hin? Du wirst wünschen, mich nicht. Ach, da. Deine Aktionstaste. Ah, jetzt kann ich ins Fahrzeug. Okay, wunderbar. Jetzt ist er im Fahrzeug. Ich bleib Kavall am Markt, ne? Ja. Achso, er fährt los. Herr Pilder, würden Sie bitte Ihr Fahrzeug Richtung Parkplatz begeben? Dankeschön. So, jetzt fahren wir mit deinem Fahrzeug weg. Schau das. Egal, du hast der Schlüssel. Ja. Voll Idiot, der voll gegen die Laterne gefahren. Ich check mal die Fahndungsliste. Ixon versucht da irgendwie. Lol, wir sind explodiert. Euer Ernst? Einfach so? Ich weiß nicht. What the fuck? Ist dieser Xatrarian, ist der eigentlich Einsatzleitung? Ja. Okay. Was ist da gerade passiert? Das ist super. Och Gottchen. Ja, dein Auto ist jetzt in die Luft geflogen. Ich komm da mit meinem runter, ja. Hey, du warst ja meiner Meinung, Herr Yannick, das kann ich leider nicht tun. Wenn Ihr Fahrzeug nicht ordnungskonform abgestellt ist, kann ich daran leider nichts ändern. Wenn das beschlagnahmt wird, ist das Ihr Problem. Es tut mir leid. Boah, was muss ich mir jetzt alles neu kaufen? Also die Uniform. Ah, muss ich erstmal Geld abholen hier. Ach ey.
Lustig, alle Troller sind immer hier unterwegs. Herr Yannick, bleiben Sie bitte noch einmal ganz kurz stehen. Da ist ein Civi an meiner Leiche. Ja, ich sehe es. Festnehmen. Ja. Tasern, festnehmen. Tasern. Ins Gefängnis stecken. Also ich muss erst nachladen. Stehen bleiben! Ah, warum geht die Schranke nicht auf? Musst du seitlich vorbeilaufen. Falls du den Lustgay-Papa siehst, Konstantin. Okay, bin wieder da. Ja, der Lustgay-Papa hat eben unseren Kollegen, unsere Einsatzleitung ausgeraubt, der ist abgehauen. Was? Der ist weg, der Lustpapagei? Ja. Ich konnte nichts mehr machen. So, ihr Weiber, alle zum Marktplatz. Ja, wir sind da. Ja, ich muss mir noch mal eine Uniform holen. Also, ich bin da. Oh, ich habe eine Uniform, okay. Huch, falscher Chat. Passen Sie mal auf, wo Sie hinfahren hier. Okay. Mädels? Ja. Das war schlecht, Konstantin. So, ihr beide geht jetzt am Marktplatz. Ihr guckt, was los ist. Ja, ich bin schon da. Soll ich? Der mich mal auf dem Lizenzgebäude und spot von oben, falls was passiert. Ja, alles Konstantin, klar. Soll ich jetzt mit meiner Karre kommen, wenn deine weg ist? Ja, wie würdest du sonst kommen? Ja, zu Fuß wäre ich sonst gekommen. Ja, nö. Da ihr mein Auto zu Schrott gefahren habt. Willst du Schadensersatz? Ich? Versicherung zahlt oder das. Oder du? Anschlag auf Kalala, nur Cops werden sterben. Was ja. Ist Kavala? Oh, kann man den nicht einfach ins Gefängnis stecken, bitte? Ja, wir waren zu unfähig, ja. Den ins Gefängnis zu stecken, weil irgendjemand Lust, der sterben Papa, musste. Einsatzleitung sollen wir bei dem Anschlag unterstützen. Negativ. Gips. Ja. Ja, da steht, da gips. Achso. Bin jetzt auch im Dach. War immer noch falsch geschrieben, mit Doppel-P. Ey, ich will hier hoch aufs Dach. Nicht wieder runterfallen. Ist ja klar, dass der jetzt mich will. Ey. Voll der Bug, Alter, mit einer
gezogenen Waffe kommt man die Leiter. So, ihr zwei. Ich bin mal kurz AFK. Mhm. Ja, ja. Wir regeln das. Ja, der macht eh nichts. Die will auch was machen. Achso, nee, der hat ja das Zeug von dem einen Polizisten. Also ich bin jetzt auf dem Dach, Flo. Auf welchem Dach? Vom Lizenzgebäude. Soll ich da auch hinkommen? Was soll ich mal Marktplatz geben? Das ist eine gute Frage. Wenn der jetzt wirklich was vorhat, sollten wir auf jeden Fall mal ein bisschen aufpassen. Ja, dann spottest du, ich gehe Marktplatz, okay? Alles klar. Können wir gern tun. Da fährt Daniel. Er soll da rumfahren, wie er will. Mehrere Helikopter, der Bruder... Everybody's looking for love.